Wenn ich nun dieselbe Differentialgleichung nehme, aber inhomogen mache, diese Differentialgleichung, aber jetzt addiere ich noch was dazu, was nicht ein Vielfaches von x oder x-Punkt oder x2-Punkt ist. Das kann man sich auch schön vorstellen, wenn man wieder das Federpendel nimmt, aber nun mit äußerer Anregung. Ich nehme also dieselbe Differentialgleichung und garniere sie noch ein bisschen. Alles auf eine Seite. Mal gucken, Nummer 19 wird das. Na, Nummer 19. Alles auf eine Seite bringen. Und jetzt schreibe ich nicht gleich 0. Das wäre die homogene Form einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten, sondern ich schreibe etwas Inhomogenes hin. Zum Beispiel einen Cosinus 2πf mal die Zeit, also eine kosinusförmige Schwingung mit der Frequenz f, und da gebe ich noch eine Amplitude, nenne ich einfach mal f Hut als Maximalkraft. Was hier steht, ist ja eine Kraft, Masse mal Beschleunigung, hier steht eine Kraft. Könnte man sich so vorstellen, dass man an der Kugel, die da hängt, noch eine Kraft angreifen lässt. Nehmen Sie einen Magneten, Elektromagneten, nehmen Sie einen dicken Elektromagneten, und diesen Elektromagneten betreiben Sie mit einer sinusförmigen Schwingung zum Beispiel und gucken, was passiert. In der Praxis wird man wahrscheinlich eher die Decke ein bisschen wackeln lassen, rauf und runter. Muss man vielleicht etwas anders formulieren dann von der Gleichung her, aber der Effekt bleibt derselbe. Ein Federpendel mit einer Anregung. Ich rege das von außen mit einer bestimmten Frequenz f an. Und dann habe ich eine Inhomogenität hier. Hier steht nicht ein Vielfaches von x oder x-Punkt, x2-Punkt, kein Vielfaches von der abhängigen Variable. Also eine inhomogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Die Zahlen vor meiner Funktion und ihren Ableitungen, die sind ja immer noch Konstante. Die Inhomogenität darf von der unabhängigen Variable abhängen dabei. Derselbe Trick wie am Anfang erwähnt, eine Gleichung dieser Art. Ich suche eine spezielle Lösung der inhomogenen Form, irgendeine Funktion, die genau das kann. Die allgemeine Lösung der homogenen Form hatten wir eben gerade, gleich 0 hatten wir eben gerade, und addiere die beiden zusammen. Selbe Begründung wie hierfür, warum das funktionieren muss. Wenn Sie zwei Lösungen der inhomogenen Form haben und die beiden voneinander abziehen, setzen die ein, kriegen Sie 0 raus. Also die Differenz zweier Lösungen der inhomogenen Form muss eine Lösung der homogenen Form sein. Umgekehrt, wenn Sie eine Lösung der homogenen Form haben, wo hier 0 steht, und addieren die zu einer Lösung hiervon, muss das wieder eine Lösung davon sein. Also dasselbe zweischrittige Verfahren wende ich an. Also ich suche folgendes, 20, x von t, was wird das werden? Eine Konstante mal e hoch lambda 1 t, wie vorher bestimmt. Als hier 0 stand, selbe Formel, plus eine Konstante mal e hoch lambda 2t, das lambda 2 wie eben bestimmt, plus eine spezielle Lösung der inhomogenen Form. Ich schreibe mal eine spezielle Lösung von Sternchen, weil ich so faul bin, eine spezielle Lösung hier von der inhomogenen Form. So wird das sein. Oder mit dem Körnchen Salz, vielleicht steht da auch t mal e hoch lambda t, wenn es nur ein Lambda gibt. Also selbes Verfahren wie bei erster Ordnung. Sie setzen hier 0 ein, machen eine homogene lineare Differentialgleichung draus, finden deren allgemeine Lösung, das hatten wir eben gerade, das muss Konstante mal e hoch irgendein Lambda 1t, Konstante mal e hoch irgendein Lambda 2t oder t mal, wenn die beiden Lambdas hier gleich sind, t mal e hoch lambda t sein. Allgemeine Lösung der homogenen Form. Und dann suche ich mir ein einziges x, das das kann. Die Gleichung hier oben, die inhomogene Form löst. Und addiere die zusammen.
Es bleibt das Problem, diese spezielle Lösung davon zu finden. Und da rät man einfach auch wieder physikalisch den Ansatz. Ansatz für das hier, die spezielle Lösung der inhomogenen Form. Wenn Sie über Jahrtausende an diesem Federbändel zappeln mit einer festen Frequenz, ist egal, mit welcher Frequenz das Federbändel selbst schwingen will. Es hat zum Schluss die Frequenz, mit der Sie es anregen. Die eigene Schwingung des Bändels wird ja abklingen über die Zeit und stattdessen kommt dann mehr und mehr die Bewegung, mit der ich es anrege. Also der Ansatz, den ich machen würde, ist, ich nehme ein Vielfaches vom Kosinus mit der richtigen Frequenz, nämlich der von außen angelegten, und ein Vielfaches vom Sinus mit der von außen angelegten Frequenz. Und das sollte man richtig einstellen können. Das wird dann eine konstante Schwingung mit der von außen angelegten Frequenz. Das sollte dem Zustand entsprechen, dass man es vor unendlich langer Zeit angestellt hat und allein gelassen hat und nicht mehr anfasst. Das sollte dem Zustand entsprechen. Das wäre die ganz billige Lösung, eine ganz billige spezielle Lösung, wenn man denn dieses K und das L richtig einstellt. Also der Job ist dann nur noch, diesen Ansatz hier in die Differentialgleichung einzusetzen und zu gucken, was denn diese Konstanten K und L sein müssen. Wie viel vom Kosinus, wie viel vom Sinus. Die allgemeine sinusförmige Schwingung mit der richtigen Frequenz, der von außen angelegten, lässt sich ja bilden aus Kosinus und Sinus. Das heißt, wenn ich so hinschreibe, muss es funktionieren. Und wenn Sie das jetzt einsetzen, so und so viel mal den Kosinus plus so und so viel mal den Sinus, dann wird hier auch wieder Kosinus und Sinus auftauchen mit wilden Faktoren. Hier wird Kosinus und Sinus stehen, hier wird Sinus und Kosinus stehen. Also hier auf der linken Seite eine wilde Mischung von so und so viel mal Sinus und so und so viel mal Kosinus. Und das muss so und so viel mal Kosinus sein. Da setze ich einfach nur noch die Koeffizienten gleich, dass hier auf der linken Seite zusammen wirklich Spitzenwert der Kraft mal den Kosinus steht und dass auf der linken Seite 0 mal der Sinus insgesamt steht. Gibt es wieder ein Gleichungssystem für K und L. Das können wir mal im Seminar oder im Praktikum machen. Das ist keine große Kunst. Also wenn man einmal das Verfahren verstanden hat, ist das ziemlich billig. Wir starten, wo war ich? Wir starten mit einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung, inhomogen, konstante Koeffizienten, schreiben die Lösung sofort hin, das ist die Lösung der homogenen Form allgemein, plus irgendeine Lösung von dem, und typischerweise wird man physikalisch dran gehen und sich überlegen, was ist die billigste Lösung, die wir haben in dieser Situation. Ein Federpendel wurde vor unendlich langer Zeit installiert und seit der Zeit wird es von außen bewegt. So wird das aussehen mit passenden Amplituden K und L und die bestimme ich einfach, indem ich einsetze in meine Differentialgleichung. Das heißt, hier steht jetzt eine Mischung aus Kosinus und Sinus. Und insgesamt habe ich dann Überlagerung, eine abklingende Schwingung, beziehungsweise wenn die Lambdas nicht komplex sind, einfach nur ein Abklingen. Dieses Abklingen oder die abklingende Schwingung plus dieses Kosinus und Sinus mit der Anregungsfrequenz. So wird das aussehen. Wenn man ein bisschen nachrechnet, stellt man fest, okay, diese Ks und Ls explodieren, wenn diese Anregungsfrequenz die Eigenfrequenz des Pendels ist und ähnliche Geschichten. Aber das überlasse ich dann den Physikern, das mal vorzuführen. Das ist dann relativ geradlinig zu machen.